Topfgucker TV empfiehlt. Ganz viele kennen mich eigentlich schon relativ lange hier in Dresden. Ich bin seit 1995 dauernd lebend da, habe über 20 Jahre lang die Baumwiese im Dresdner Norden geführt, 4-Sterne-Hotel mit einer schönen Wirtschaft dazu und einem tollen Biergarten, Tagungsräumen, allem Möglichen. Einige wissen das ja auch, dass ich irgendwann weggegangen bin, vor genau 5 Jahren. Zum einen waren es private Umstände, zum anderen waren es aber auch berufliche Dinge. Ich bin wieder zurück, also in meine alte sprachliche Heimat, habe lange Zeit in Oberbayern, im Allgäu und zuletzt in Unterfranken gearbeitet. Ja, und irgendwann kam der Ruf eines ganz, ganz guten Freundes, der wusste, dass ich auf der Suche nach was Neuem bin. Und diesem Ruf bin ich nachgekommen und der Besitzer der Golfanlage, mein Freund Karl Schwald, hat mich überzeugen können und meine Frau, die Anke, dass wir das Wirtshaus hier in Ullersdorf übernehmen und daraus wollen wir jetzt ein kulinarisches Schmuckkästchen machen. Jetzt Wirtshaus zweite Heimat. Wie kommt der Name zustande? Wie gesagt, ich war lange genug in Dresden, über 20 Jahre, 5 Jahre weg. Und wenn man irgendwohin zurückkommt, dann ist es schon Heimat. Ja? Ich habe zwar eine sprachliche Heimat als Schwabe, aber Dresden und Umgebung ist meine zweite Heimat und die von meiner Frau. Und wir haben das große Glück, hier ein tolles Konzept entwickeln zu dürfen, mit einer richtig super frischen ländlichen Regionalküche. Und so sind wir mit ganz, ganz großem Enthusiasmus gestartet, Anfang Februar, offiziell am 21. Februar eröffnet. Ja, und dann kam Corona. Shutdown, 21.03. Eigentlich alle Träume waren wie zerplatzt, verflogen und so weiter. Aber wer mich kennt, weiß natürlich auch, ich stecke den Kopf niemals in den Sand. Ich bin super optimistisch. Deswegen haben wir natürlich auch versucht, alles zu nutzen, zu machen und zu tun, diese Wochen jetzt zu überstehen, wohl wissend, dass wenn wir morgen aufmachen dürfen, also am Freitag, den 15.05., bis heute eigentlich nicht wissen, unter welchen Bedingungen, tatsächlich wie und wo. Aber wir sind dabei, ein Hygienekonzept zu arbeiten, sind fast fertig, haben alle Abstandsregeln eingehalten. Und jetzt ist natürlich eines, die Mitarbeiter, die wir haben, brennen alle riesig drauf, wollen unbedingt wieder Gas geben, als eure Gastgeber auftreten, hier an diesem wunderschönen Flecken, den wir hier haben, auf dem Golfplatz. Du sitzt auf einer Terrasse, kannst riesig in die Weite rausschauen, hast innen drin ein tolles Wirtshaus mit fast 8 Metern Höhe, alles aus Holz gebaut. Ja, und dann kochen wir halt wirklich die guten Lebensmittel, oftmals nach Rezepten von unseren Großmüttern, aber halt auch ganz, ganz viele frische regionale Dinge. Ja, und jetzt nicht wundern, dass ich eine Kochjacke anhab, weil kochen tue ich zwar auf der einen Seite sehr, sehr gerne privat, entwickle aber auch hier gemeinsam mit meinen Köchen Rezepte. Und woher kommt's? Ja, ich hatte vor gut 2 Jahren mal ein bisschen Zeit und habe mich aus Jux und Tollerei bei einer Kochsendung beworben, nämlich bei der ZDF Küchenschlacht. Ja, und da lief es relativ gut für mich, habe die erste Woche überstanden, bin in die Champions League gekommen, habe die Champions League gewonnen, eine von 6. und war dann im ganz, ganz großen Jahresfinale der ZDF Küchenschlacht. Auch dort bin ich ins große Finale gekommen und ja, die einzige Niederlage, was für mich jetzt keine war, weil ich habe mich für meinen jugendlichen Kochfreund Jan riesig gefreut. Ich bin immerhin 2018 zweitbester Hobbykoch Deutschlands geworden. Ja, ihr Lieben, bevor ich jetzt gleich in die Küche rübergehe und euch eines meiner Lieblingsgerichte als Schwabe natürlich Kässpätzle koche, gibt es auch noch mal einen Tipp dazu. Ganz wichtig, nicht ein Käse, nicht zwei, nein, 3 Käse müssen drin sein, weil sonst wird es alles nichts. Und da gibt es einen ganz speziellen, der heißt Weißlacker. Das ist ein Weltkulturerbe, ein Käse hat sowas. Ja, da möchte ich euch noch sagen, kommt einfach mal hoch zu uns. Wir sind im Sommer an 7 Tagen in der Woche für euch da, täglich ab um 12 bis abends 21, 22 Uhr, je nachdem, wie das Wetter ist. Und ihr werdet es nicht bereuen, weil ihr werdet sehen, es sind ganz, ganz liebe Menschen hier oben. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gäste. Und ich freue mich riesig auf euch und sage jetzt schon mal Prost, bis bald. Euer Kalli. Zum Wohl. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de